Wir sind in Welt Stern und damit herzlich willkommen zurück zu Super Mario 3D World. Super was? Super was? Ja, komm, komm, sprich's aus. Oh, ein wundervolles Level auf Zeitdruck. Oh, sowas habe ich noch nie gesehen. Und vor allem ist dieses Level ein kleiner Scherz. Die Zielflagge rennt vor uns weg und wir müssen versuchen, ja, so ziemlich das Ziel zu erreichen. Und in diesem ganzen Level, ich finde die Idee eigentlich ganz nett. Nur wir dürfen das Ziel natürlich nicht erreichen, weil ich will erstmal die Grünsterne haben. Außerdem gibt es hier bestimmt irgendwo den Stempel. Also ich gehe mal davon aus. Also da. So. Peach läuft natürlich ganz elegant um diesen, wie heißen die nochmal? Guck, gluck, guck. Keine Ahnung. Um diesen Gegner rum. So. Wenn man das natürlich so machen muss. Okay, jetzt war das nicht ganz so elegant. Wir haben schon mal elegantere Sachen gesehen. Außerdem sollten wir hier nicht ganz so unvorsichtig sein. Ich würde da nämlich ganz gerne oben auf die Plattform drauf. Scheiße, scheiße, scheiße. Vielleicht schaffen wir das. Fuck! Scheiße, ich wollte den hier nur abfangen, aber das ist dann zu spät gewesen. Gut, eine Taktik haben wir. Wir finden hier sowieso kein Item. Das finde ich auch sehr ganz nett. Sehr ganz nett. Mit Hechtsprung ist man halt immer schneller. Das muss man sich vor Augen führen. So. Hast du Grünstein, ist ja nicht so das Problem. Wenn wir dann hier so durchrasen, macht das natürlich auch... Nein! Das hast du jetzt nicht gemacht, Peach. Oh, Frauen. Ganz im Ernst, das hätte jetzt nicht sein sollen. Gut, wir versuchen... Wobei, mit Peach ist das eigentlich ganz gut, weil die kann halt noch... Wir versuchen das mit Rosalina. Ich glaube, die ganzen Level, die sind jetzt so auf Rosalina ausgelegt, dass sie halt diesen Doppelsprung hat. Und das ist vielleicht dann doch ein bisschen einfacher, an die Zielflagge ranzukommen. Versteht ihr, was ich meine? Wir versuchen es mal mit Rosi. Rosi, Rosalina. Meine Güte. Ah, jetzt geben wir ihr schon Spitznamen. Ja, ist ja... Es ist ha. Ich würde halt nur ungern wieder in das Ding reinlaufen. In dieses komische Vieh. Mit Flügeln. In die komische Burg, die lebendige. Wir können übrigens auch hier einfach rüberlaufen. Über diese kleinen Lücken. Hier hätte ich vielleicht auch mit Peach so ein bisschen rumspringen sollen. Und vielleicht schiebt uns das Ziel auch noch ein bisschen an. Was dann natürlich noch ein bisschen besser ist. Ah, und da kommt das Ziel. Aber wir sollten uns dann doch nicht ganz so schlecht anstellen. So, da drüben ist noch ein Leben. Ein Grünstern. Hätte ich gern. Vielleicht sollten wir jetzt erstmal... Ja komm, wir holen uns erstmal das Ding und schauen dann, ob wir nicht vielleicht später irgendwo dieses Ziel abfangen können. Weil das ist halt dann doch ein bisschen schwieriger. Ja, ist nicht ganz so einfach, muss man sagen. Das ganze Level, das muss man mehrmals betreten. Aber trotzdem, ich werde jetzt nochmal mit Rosalina reingehen. Gerade wegen der Problematik mit dem Dingens hier. Mit dem Fahnenmast. Kann Toad vielleicht die Zielflagge sofort greifen, weil der so schnell ist? Ich glaube nicht, ne? Also ich glaube, selbst dann würde der Spieler noch ein bisschen verarscht werden. Außerdem müssen wir erstmal an eine Stelle kommen, die hoch genug dafür ist. Und das ist nicht am Anfang. Auf keinen Fall. Also man kann das Level theoretisch hier schon beenden. Shit. Ja, schieb uns mal voran. Ah, ich kenne eine Stelle. Ich wüsste, wo es möglich sein werden würde. So. Das Teil schiebt uns an. Das ist... Ganz nett. Ja, 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 ja. Und zwar da drüben. Warte mal. Jetzt müssen wir auch ein bisschen warten. Ah, hier kann man warten. Okay, hier kann man warten.
Da kommt es. Ah, shit! Okay, ich werde euch das mal hier so ein bisschen durchschneiden. Ich werde euch die Versuche zeigen, wie ich da hochkomme oder vielleicht auch nicht. Vielleicht auch erst in 1000 Jahren, wer weiß. Ja, bis gleich. Oh, nicht ganz so einfach. Und wenn man bis ganz nach hinten kommt, dann wird man da wahrscheinlich mit Leichtigkeit drauf kommen. Das habe ich noch gar nicht bedacht. Ja gut, habe ich das jetzt so gemacht? Das wäre wahrscheinlich möglich. Haben die Entwickler bestimmt so gemacht. So. Nichtsdestotrotz machen wir weiter am nächsten Level. Wir gehen direkt mal zu Captain Toad, ne? Bevor wir ihn sonst wann machen müssen. Captain Toad ist am Rotieren oder was weiß ich. Spricht mit Tieren, wie in einem Disney-Film. Weil Captain Toad kommt ja direkt aus einem Disney-Film. Das wissen viele nicht. Echt? Kommt Captain Toad wirklich aus einem Disney-Film? Ja, heißt Captain Toads Reisen. In eine längst vergessene Welt. In ein Land vor unserer Zeit oder so, keine Ahnung. Captain Toad in einem Land vor unserer Zeit. In einem Land nach unserer Zeit. Vielleicht auch nach Mitternacht. Gibt's viele Versionen von, ja. Kann man sich alle reinziehen. Oder hier. 1001 Toad. Ja, da geht es darum, dass der Schatzsucher Toad eine mystische Lampe findet in einer komischen Höhle. In einer Höhle, die wie so ein Löwe aussieht. Ja. Dann hat er drei Wünsche frei und der wünscht sich, ey, ich will die Toadette. Ihr wisst schon. Oh, scheiße. Das war ein Fehler. Hätte ich nicht tun sollen. Okay, da lang. Ja, also ich würde gerne Prinzessin Toadette. Ja, eigentlich wäre das Prinzessin Peach, ne? Weil Toadette ist ja auch nicht wirklich eine Prinzessin, von daher. Ja, also er würde gerne was mit Peach haben, weil der böse, wie heißt es, der böse Mario, der Zauberer Mario, der Großvisier, der, gut, das müsste eigentlich dann hier der Toadsworth sein, ne, der Großvisier. Nee, Toadsworth müsste dann eigentlich der Sultan sein. Sultan, der Toadsworth ist der Sultan und Mario ist Großvisier. Und, ja, der kriegt dann auch, also der Mario kriegt dann immer die Lampe, wünscht sich dann Sultan zu sein. Klappt natürlich auch, also weil der Zauber-Yoshi aus der Lampe, der erfüllt den halt die drei Wünsche. Das ist sein Wunsch. Und, ja, da sagt die Peach, nee, also ich mag dich echt überhaupt nicht und ich werde mich nie vor dir verneigen. Und dann wünscht sich der böse Mario natürlich, ja, ein Zauberer zu werden. Und, der kann dann zaubern, ist sehr schön. Aber dann kommt Captain Toad an und der sagt, Alter, du weißt ganz genau, deine Macht, die ist ja eigentlich nur vom großen Zauber Yoshi. Er wird immer mehr Macht haben als du. Und, ja, ist halt so, ne? Und dann fühlt sich der Mario immer so komplett beleidigt. Der fühlt sich so komplett beleidigt und sagt dann, ich wünsche mir, der größte Zauber-Yoshi zu sein, den es je gab. Und dann, ja, wurde er halt in die Zauberlampe zurückverflachtet. Verfrachtet. Der Zauber-Mario. Tja. Das ist die ganze Geschichte. In 2 Minuten. Was weiß ich, wie lange ich jetzt dafür gebraucht habe. Ja, es gibt dann natürlich noch andere Geschichten. Zum Beispiel, Captain Toad, wie er im Dschungel von Affen großgezogen wurde. Oder im Dschungel von Yoshis großgezogen wurde. ja, auch eine sehr bewegende Geschichte. Es gibt auch, ja komm, wir machen mal Plus. Es gibt auch eine Yoshi-Geschichte. Da geht es nämlich darum, dass ein neuer Yoshi geboren wird. Und, ja, der Vater, ne, der ist halt König aller Yoshis. Und dann gibt es dann diesen Affen, also diesen, nicht den Affen,
keine Ahnung, den Cooper, den Schnellen. Nee, wer ist denn so agil? Didi, dann gibt's den... Nee. Cranky hält dann so den neugeborenen Yoshi in die Luft. Von wegen Circle of Life und so weiter, ne? Kennt man ja alles, die Geschichte. Gibt es hier unendlich? Scheint so, ne? Wow, ein Bombardement. Nee, es gibt nicht unendlich. Sehr schön zu wissen. Ich hätte doch gerne gewusst, wo ich vielleicht einen Grünstern herkriege. Hier bestimmt nicht. Hier gibt es bestimmt irgendwo einen Grünstern. Ja, wir müssen nur warten. Wenn man wartet, dann schafft man es. Ich weiß nie, wie man drauf kommt. Das ist 3D-World-Musik, ne? Ja, und der Yoshi-Vater wird dann irgendwann umgebracht von so einem Birdo. Was natürlich sehr gemein ist. Und irgendwann blicken die ganzen Leute zurück, die ganzen Yoshis, und der Kreis schließt sich. Keine Ahnung. Ja. So war das früher. Oh nee, jetzt habe ich ja gar nicht genug. Ich will das Level nochmal neu machen. Geht das? Oder einfach umbringen? Ah nee, ich kann hier einfach... Okay. Ich schaffe hier halt gerade echt überhaupt nichts in dem Scheiß-Level. Ja, kannst du mal kurz... Dankeschön. Vielen Dank. Hat der Chuck mir geholfen. Ich hoffe mal, dass der erste Grünstern... Oh. Ich hätte mich auch einfach auf den hintersten stellen können. Und dann sagen können, ey, ich schieß mich mal nach oben. Hätte auch geklappt. Was haben wir denn noch für Filme? Ja, keine Ahnung. Peach und das Biest. Auch sehr wundervoll. Wundervoll, weil, da ist dann halt dieser Donkey Kong und der entführt dann halt Peach. Vielleicht sogar Pauline, wer weiß. Nee, Donkey Kong hat den Vater von Peach entführt, also Toadsworth. Nehmen wir den jetzt einfach mal Toadsworth. Ob das jetzt wirklich der Vater ist, das ist Ansichtssache. Ja, werde ich es anders lösen sollen. Ja, und dann bietet halt Peach so an, ja, komm, du kannst mich halt als Sexsklavin nutzen, wenn du meinen Vater gehen lässt, was natürlich sehr nobel ist. Ach du Scheiße, damit habe ich nicht gerechnet. Hä? Dann warten wir halt einfach oben drauf. Meine Güte. Ja, Spiel. Wenn du meinst, mich verarschen zu müssen. Ich habe damit kein Problem. So. Dankeschön. So, machen wir es halt so. Ja. Dann kam das da so. Und dann gab es diesen richtig angeberischen Mario. Ja, den wirklich sehr angeberischen Mario. Der dann noch so meinte, ich bringe das Biest um. Und in Wirklichkeit haben die sich aber geliebt. Ich meine, klar, wir wissen alle, dass Peach in Wirklichkeit so eine, wie heißt das Syndrom? Stockholm-Syndrom hat. Das wissen wir alle. Das ist halt ja auch so. Ist offiziell bestätigt, glaube ich. Ja. Komme ich da irgendwie hoch? Muss irgendwie hier nach da oben. Ist hier nicht sogar das letzte Ding drinne? Das letzte Ding ist da drinne. Und wir können über die Blöcke da hoch. Okay, sehr schön. Oder sehr gut zu wissen. Eigentlich ein ganz nettes Level. Wo geht doch eigentlich da hoch, Luigi? Hä? Versuchen wir mal hier hochzukommen. Ist hier vielleicht der Grünstern? Ja, danke schön. Okay. Meine Güte. Das ist ein komisches Level. Ja. Sind halt alles nette Geschichten. Oder finde Cheep Cheep. Das war so ein richtiger Kassenschlager in den Kinos. Da ging es darum, da gab es so einen Fisch. Gab es so Cheep Cheep. Und, ja, der Sohn vom Cheep Cheep, der wurde entführt von so einem Taucher. Also von Mario, dem Taucher. Dr. Mario, dem Zahnarzt, ja. Und, ja, dann sind die halt, ist das Cheep Cheep dann durch das ganze Ozean, durch den ganzen Ozean geschwommen, um seinen Sohn zu finden. Sehr nobel. Und dann sind die auch auf,
auf Haie gestoßen, also auf Sushis oder auf, was gab's denn da noch? Auf Koopas. Koopas, die mit dem Strom geschwommen sind. Ja. Oh nö, wandern over yonder. Oh nee, bitte nicht. Ja, wandern auf dem Wabenweg. Ah. Ich mag solche Scrolling-Level nicht. Habe ich das schon mal gesagt? Ah, sind alles Klassiker. Sind alles Klassiker, natürlich. Wer davon nicht die DVD hat, der ist sehr schlecht. Sehr, sehr kacke. Oh, da muss ich lang, da muss ich lang. Ich glaube, dass wir das Level nicht mal richtig so schaffen. Wenn ich jetzt hier irgendwo sterben werde, dann ist natürlich klar, dass ich den Part dann doch so einfach beenden muss. Und wir haben seit Ewigkeiten kein zweites Item mehr gehabt, ne? La la la, la la la. Sollte aufhören zu singen, das mögen die Leute nicht. Hast du gehört? Ich werde da nicht durchgehen. Man kann sich anscheinend keine zweite Cherry holen, okay. Also mit dem Boomerang. Das Ding ist, die Plattformen bauen sich da erst auf und deswegen kann man nicht vorauslaufen. Oh. Ein zweites Item. Wer hätte das gedacht? Dass ich heute sowas neu erleben darf. Ciao. Oh, gibt sogar einen Grünstern dafür. Hätte ich nicht gedacht. Eigentlich schon, weil ich das deswegen dann doch ein bisschen besorgt war. Im Nachhinein. Ach ja. Was gibt's denn noch für wundervolle Titel? Ciao. Captain Goomba. Fluch der Goomba-Karibik. Fluch des Goombas Südseestegs. Auch ein sehr schöner Titel. Da geht's um Piraten. Und die haben dann da so... Ja, die Piraten, die sind da verflucht. Guck mal, das ist auch noch was. Ciao. Die Piraten sind verflucht. Und wollen deswegen das Blut desjenigen haben, der sich als erstes da von der Truhe bedient hat, von dem Schatz. Ne? Und deswegen... Ja... Gibt es dann so ein Tohuwabohu? Prinzessin Peach soll als erstes Blut zahlen, obwohl sie gar nicht nachfolgend war. Guck mal, Pixel Luigi. Und im, ja, letztlich war es dann doch Mario, der... Oh, aufpassen. Letztlich war es dann doch Mario, der Nachfahre derjenigen war. Also der desjenigen war. Ja, das ist halt... Das war dann doch schon ein bisschen... Das war überraschend. Ich rede einfach nur irgendeinen Stuss vor mir her. Wie immer. Gut, aber ich würde sagen, das war's jetzt erstmal von dem Part. Ich glaube, den habe ich sogar ein bisschen zu sehr überzogen. Ja gut, wir haben auch oft was falsch gemacht, ne? In den letzten Galaxien. Ja, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, tschüss und bye bye.